Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und damit es zwar ein bisschen Abwechslung hier gibt und nicht immer nur Jujutsu Kaisen-Figuren, dachte ich mir, ich schieb mal diesen Gen dazwischen aus Dr. Stone, den ich mir beim Geburtstagsshopping im Figuya-Store in Berlin aussuchen durfte. Gen ist ja einer meiner Lieblingscharaktere aus Dr. Stone. Auf einer Stufe mit Senku tatsächlich. Da gibt es keinen besser oder schlechter zwischen den beiden für mich. Und das Problem ist, jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich auch von Senku irgendwie noch die Figur Zero rankriege, denn da die habe ich leider verpasst. Aber irgendwie klappt das schon. Manchmal hat man ja Glück. Auf jeden Fall darf ich diesen wunderschönen Gen mein eigen nennen. Und anscheinend ist der gleich in einem Stück. Das finde ich ja sehr vorteilhaft. Da brauche ich überhaupt nichts zusammenbauen. Ist der irgendwo zugeklebt? Ja, hier ist er zugeklebt. Und hier. Und auf der anderen Seite dann sicher auch nochmal. Natürlich. Zack. Zack. Lautes Plastik ist laut. Von deiner Folie. Und da haben wir ihn dann auch schon. Ein wirklich schönes Stück, wie ich finde. Noch gibt es ja leider auch nicht so viel aus Dr. Stone generell an Figuren. Ich ersehne mir von Gen tatsächlich noch eine Pop-Up passend zu meinem Senku. Die Nendoroid ist natürlich schon unterwegs. Ja, allzu viel gibt es hier ja gar nicht zum Auspacken, wie ich gerade merke. Das ist natürlich schade. Aber das ist halt so. Figuazios gehen schnell. Dementsprechend war es das schon mit diesem Gen-Unboxing und ich bedanke mich fürs Zuschauen.